Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Heute richten wir mal ein Aquarium ein und verbauen in diesem Aquarium, also in diesem Aquascape Layout solche Garnelen oder Krebshöhlen. Die verbauen wir da drin so, dass sie halt optisch von außen nicht sofort sichtbar sind, aber halt für die Tiere als Unterschlupfmöglichkeit halt gut nutzbar sind. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal an. Viel Spaß beim Video. Ich bin jetzt fertig hier mit dem Hardscape. Ich habe ca. 70 von diesen von denen und anderen Garnelen Höhlen hier jetzt noch verbaut. Also hier komplett alles unten drunter, wenn man mal guckt. Hier ist eigentlich alles hohl, also hier auch. Das ist immer so doppelt gelagert, dass die CPOs oder Flusskrebs, was da reinkommen, dann nachher halt so viel wie möglich an Versteckmöglichkeiten haben. Hier sieht man auch, ist alles halt hohl unterbaut. Das wird jetzt halt alles noch ausgeschmückt mit Moos und mit Pflanzen, sodass das halt eigentlich optisch nicht mehr wirklich sichtbar ist. Und das machen wir jetzt. Jetzt haben wir alle Pflanzen drin, haben die Höhlen hier schön verdeckt mit diversen Pflanzen. Ich kann euch mal gerade zeigen, was wir jetzt hier verbaut haben. Also hier vorne diverse Butze Valandras, hier in dem Bereich und hier auch, da und da. Hier vorne ist Christmas Moos, hier ist Monte Carlo, was haben wir noch? Hier sind auch wieder Butze Valandras, aber kleinblättrige. Dann haben wir hier hinten als Hintergrundpflanze, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Proserpinaca palustris cuba, hier und hier hinten. Dann als Übergang zu dem ganz hinteren Bereich ist hier hinten Flammenmoos, das dann später hochwächst. Hier ist Emianthus cuba, hier haben wir ein bisschen Ricardia camatifolia dran geklebt. Was haben wir noch gemacht? Ich glaube, das war es eigentlich so ziemlich mit Pflanzen.
Ja, nee, hier haben wir noch ein bisschen Weeping Moss und Choir. Und damit haben wir halt die ganzen Tonröhren versteckt, die halt für die CPUs später dann da sind. Jetzt kommt gleich noch das Wasser rein und dann sind wir hier durch mit dem Ding. So Leute, das war's mit dem Krustascape. Wir haben jetzt hier ungefähr 70 von diesen Schrimphüllen da drin verbaut. Wie man sieht oder eher gesagt nicht sehen sollte. Also nicht auf den ersten Blick jedenfalls. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann.